Zeit, die wir jetzt haben, wenn wir über das Thema sprechen. Schluss mit Faulenzen. Mach was aus deinem Leben. Das ist die Forderung heute. Und eins kann ich Ihnen versprechen. Mein erster Gast hat genau das nämlich gemacht. Er hat was aus seinem Leben gemacht. Denn man könnte sagen, sprichwörtlich, vom Tellerwäscher zum Millionär. Wie und warum er das so gemacht hat, das wird er uns jetzt verraten. Deswegen heißen wir ihn herzlich willkommen. Hier ist er, hier ist Enis. Schön, dass Sie da sind. Enis, ich habe es gerade gesagt, das ist eigentlich so wirklich diese, also man sagt das immer so salopp, vom Tellerwäscher zum Millionär, aber im übertragenen Sinne war das wirklich deine Geschichte. Erzähl uns mal was davon. Ja, natürlich, vor allen Dingen, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich komme nicht aus einer Familie, die, wo es voller Selbstständiger ist oder Leute, die ihre Träume verwirklicht haben. Ich komme aus einer ganz einfachen Arbeiterfamilie und für mich war es dann einfach wichtig, dass ich meinen Arsch hochkriege, so wie es auch heute schön Thema der Sendung ist, und etwas draus mache, aus den Möglichkeiten, die ich hier in Deutschland habe, vor allen Dingen als Ausländer. Ne? Ich bin türkischer Herkunft, ich komme aus Aachen, bin 28 Jahre alt. Und an einem Punkt in meinem Leben habe ich mich einfach gefragt, was möchte ich, was erwarte ich eigentlich vom Leben und was sind meine Fähigkeiten? Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass die Leute, die oben sind, die es bereits geschafft haben, gar nichts besser können als ich. Ich bin genauso viel wert wie diese Menschen. Und ich wollte es mir selber beweisen, ich wollte es meinem Umfeld beweisen. Dann habe ich meinen ersten Donutladen gegründet in Köln. Und anschließend, nach 4,5 Jahren, gehören wir zu den größten Franchise-Gebern im Bereich Sweet Food. Und haben wir in über 15 Ländern fast 300 Läden. Unfassbar. Und haben es einfach geschafft. Von nichts zu etwas. Unfassbare Erfolgsstory. Das ist schon echt irre. Das muss man sich echt mal reinziehen. Also 250 Donutläden in 12 Ländern und das in 3 Jahren. Das ist wirklich, ja. Da war ich wirklich tief beeindruckt, als ich das gelesen habe, als ich deine Geschichte gelesen habe. Und du sagtest gerade, und das finde ich extrem, wie soll ich sagen, also extrem smart, weil an den Punkt kommt man häufig erst echt im Alter, möchte ich sagen, sich zu besinnen auf das, was man kann und auch für sich ganz selbstbewusst rauszufinden, wieso. Ich bin mindestens das, was die anderen auch sind. Ja. Ich kann das, ich muss nur an mich glauben und aktiv werden. Und das hast du aber in sehr frühen Jahren ja schon angefangen. Wie alt warst du denn, als so dieser Gedanke kam? 23. 23. Du, ja, hast auch angefangen mit BWL, glaube ich, ne? Hast du studiert oder was? Ich habe Mobilität und Verkehr studiert. Dann wurde ich exmatrikuliert, nach dem dritten Mal, wo ich in der höheren Mathematik quasi durchgefallen bin. Habe ich volles Verständnis für. Auch raus aus der Uni. Und meine Uni war quasi meinen Eltern gewidmet, weil meine Eltern wollten, hey, ich will nicht, dass du später als Reinigungskraft arbeitest, als Hausmeister arbeitest. Ich möchte, dass aus dir etwas wird. Und ich wollte es als Gefallen für meine Eltern tun. Denn leider leben wir in Deutschland in einer Gesellschaft und in einer Zeit, wo man teilweise mit 24, 25, 26 nicht mal so genau weiß, in welche Richtung möchte ich mich überhaupt orientieren. Weil die Grundpfeiler dafür einfach während der Schulzeit nicht gelegt werden. Der Fokus wird auf völlig andere Dinge gelegt, die man später auch gar nicht mehr gebrauchen kann im Erwachsenenalter. Deswegen haben es viele Jugendliche, viele junge Erwachsene einfach später schwer, sich perfekt zu orientieren und zu sagen, das möchte ich nun mein Leben lang machen. Weißt du was, Enis? Ja. Ist eh ein heißes Thema, weil ich glaube tatsächlich, da hatte man es früher tatsächlich etwas leichter, weil die Berufe so klassisch waren. Ja. Also man hatte so eine klare Vorgabe, du konntest ein Tischler werden oder also ein Tischlerschreiner oder ein Arzt oder Heute hast du das Gefühl, du kannst eigentlich Influencer und Arzt sein. Oder ich wollte gerade sagen, es wird noch schlimmer. Das also wird so. Mein Neffe sagt zu mir, er möchte YouTuber werden. Also die was Jugend ist das dann? Die, ne? Jugend von heute hat in keinster Weise mehr ein Gefühl dafür, was bedeutet zu arbeiten. Wer kann heutzutage noch Holz hacken? Welcher Jugendliche könnte im Wald überleben? Warum? Diese ganzen Thematiken spielen in keinster Weise mehr eine Rolle. Genau. Wir müssen uns wieder darauf besinnen, wer wir eigentlich sind. Wir sind Menschen. Ja. So, wir sind keine leere Hülle, die am Ende eines Monats Betrag X auf dem Konto haben muss. Und wenn wir uns darauf besinnen würden, wer wir eigentlich wirklich sind, was für Fähigkeiten wir haben und inwiefern wir sie entfalten können, können wir alles erreichen. Oh, der ist ja ein Traum, der Mann. Ein Love it. Pass auf, Enis, dann lass uns mal drüber sprechen. Das wäre, weißt du, das ist so ein schwieriges, aber wichtiges, interessantes Thema auch. Ne? Da, ja, könnte ich jetzt Stunden mit dir drüber quatschen, weil ich das ich wirklich... Auch. Ja, ist auch so. Und tatsächlich, weil diese Orientierungslosigkeit, Perspektivlosigkeit, ich glaube, dass das ganz, ganz viele Jugendliche und natürlich, Heranwachsende trifft, natürlich, auch Ältere. Ja, ja. Ja, lass uns mal über dich aber konkret sprechen, weil du hast gesagt, okay, du bist so ein bisschen in dich gegangen, hast dein Mindset überprüft, wo stehe ich, wo will ich hin? Aber das reicht ja noch nicht. Wie bist du? Weil um einen Laden aufzumachen, braucht man Geld. Ja.
Richtig. Du das? Man muss sich im Rahmen seiner finanziellen Bubble bewegen. Denn heutzutage die größte Angst der jungen Leute, die sich selbstständig machen möchten, ist, ich habe kein Kapital dafür. Na klar. Ich war vorher aktiv im Arbeiterleben. Ne? Ich habe Mobilfunkverträge verkauft. Ich war quasi. Also du hast was auf die Seite gepackt. Genau, ich habe was auf die Seite gepackt. Ich habe von meinem Onkel 2.000, 3.000 geliehen, von einem Cousin 2.000 Euro geliehen. Und dann hatte ich das Geld. Und ab dann dachte ich mir einfach nur, hey, all das, wofür ich das Geld jetzt noch nicht habe, erwirtschafte ich mit den ersten Schritten meiner Selbstständigkeit und kaufe es mir danach dazu. Ich hatte ein Auto für 500 Euro. Damit bin ich jeden Tag von Aachen nach Köln gefahren. Teilweise Scheibenwischeranlage hat nicht mehr funktioniert. Mussten wir am Straßenrand warten, bis der Regen aufgehört hat. Also ich komme von wirklich schwierigen Zeiten. Aha. Und wenn man sich all dessen bewusst ist und auch weiß, dass man klein anfangen muss und noch nicht so hoch ansetzen darf mit einem dicken Laden, mit einer teuren Außenreklame und, dann kommen direkt 50.000, 60.000, 70.000 zusammen. Dafür hat kein junger Mensch das Geld. Also das ist ganz beeindruckend, wie ich finde. Tatsächlich ist das aber wirklich das Nadelöhr. Ne? Wir sprechen jetzt wirklich über den Punkt, wo es bei den meisten dann scheitert. Da steckt oft viel Druck drin und nicht jeder hat vielleicht dann erstens so ins Schwarze getroffen wie du oder vielleicht den Impetus, den du hast, diese Power, die da so drin steckt. Ja, insofern, das ist natürlich nicht so ganz easy. Nichtsdestotrotz, deine Kern, wenn du einen einzigen Satz jemandem mitgeben solltest, wie würde der lauten? Lern dich selbst kennen, optimiere dich, lies Bücher, schau dir wichtige Dinge, die den Menschen betreffen, an, sei es Dokumentation, in Social Media, auf YouTube, was auch immer. Bilde dich weiter auf der Basis des Menschen und nicht immer nur Konsum, Konsum, Konsum. Aber man muss ja eine Sache mal ganz, ganz ehrlich sagen. Ne? Man merkt es ja, dieser Geist, der sprudelt natürlich auch total. Ne? Also du bist natürlich echt so bam, bam, bam. Zack, 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 zack. Also das hat natürlich nicht jeder. Ich will das kurz einmal sagen. Jetzt kommt das Allercoolste. Du bist wirtschaftlich sehr gut aufgestellt inzwischen durch dieses Franchise, was du vergibst mit deiner Kette. Ja, heißt Leute, also einmal nur zur Erklärung, Leute können unter deinem Label sozusagen ihren eigenen Namen, Laden aufmachen. Du bist dann prozentual damit drin und die führen aber den Laden. Die übernehmen für eine gewisse Gebühr mein Konzept. Genau. Und dann arbeiten wir partnerschaftlich gemeinsam. Genau, ja. Nur einmal kurz zum Erklären vielleicht für die mit dem Begriff des Franchise-Unternehmens nicht so viel anfangen können. Das, was ich aber richtig hyper cool finde. Das Geld, was du erwirtschaftest oder ein Teil davon, den investierst du nicht einfach, ich sag mal, doof in teure Autos, vielleicht auch. Hab ich auch, ja. Ja, genau. Vielleicht auch, aber nicht nur. Nicht nur, genau. Sondern, und genau. Das ist ein großer Stichpunkt auch bei uns, soziales Unternehmertum. Cool. Heißt, sobald du es geschafft hast, in der Gesellschaft einen hohen, besonderen Rang zu erreichen, dass du etwas zurückgibst. Nicht nur in Form von einem Spendencheck, denn für einen Reichen ist es kein großer Akt mehr, einen dicken Spendencheck auszufüllen. Das ist in 2 Minuten erledigt. Trotzdem besser als nichts, ne? Natürlich besser als nichts, aber das dann auch zu kombinieren und zu verbinden mit Predigten an die Community. Also ich bin ja auch auf Social Media sehr aktiv mit NSCHECKET und ich versuche da auch jeden Tag den Menschen etwas zurückzugeben, nicht in Form von Geld, sondern in Form von Werten. Beispielsweise Leute schreiben mir, ich wünschte, ich hätte auch so viel Geld wie du, damit ich anderen Menschen helfen kann. Hey, das ist heutzutage ganz einfach, du brauchst kein Geld dafür. Du kannst dich sozial einbinden, ohne dass du einen Euro hast. Es geht nicht immer darum, Geld zu haben, um anderen zu helfen, aber das verstehen die Menschen nicht. Die denken sich, ich kann doch der Gesellschaft gar keinen Nutzen bringen, ich habe kein Geld. Das ist ein völlig falscher Ansatz. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt gerade. Das heißt, es fängt auch im Kleinen an. Und es fängt an mit einfach freundlich zu sein, ja, im Alltag. Das heißt, wirklich auch mal jemandem die Tasche hochzutragen, wenn man merkt, derjenige hat Schwierigkeiten. Natürlich. Alleine zu größeren Projekten, die du ja auch mit unterstützt. Weil ich weiß, du bist auch in Afrika, hast du Brunnen, glaube ich, mit erwirtschaftet und finanziert. Genau. Also Dr. Shine Help ist die Hilfsorganisation, mit der wir das alles stemmen. Und da haben wir bereits in wenigen Jahren mehrere, also über 10 Brunnen auf jeden Fall in gemeinschaftliche Arbeit gebaut. That's so cool, I love it. Ich find's großartig. Ich möchte gerne meinen nächsten Gast dazu holen. Und zwar, mein nächster Gast ist der Philipp. Und er selber, also Thema heute Schluss mit Faulenzen, mach was aus deinem Leben. Ich glaube, das trifft auf ihn tatsächlich sehr gut zu. Nichtsdestotrotz wird er jetzt auf dieser Seite stehen. Denn er kennt das Leben auch aus zweierlei Perspektiven. Und er hat durchaus, auch wenn er selber ein fleißiger Mensch ist, aber 100-prozentiges Verständnis dafür, warum jemand potenziell faul ist, beziehungsweise sagt, nee, ich lehne mich zurück, das Arbeiten ist eigentlich gar nichts für mich, denn er hat seine eigene Theorie dazu. Herzlich willkommen, hier ist er. Hier ist Philipp. Hi. Hallo Philipp.
Also der Enis hat ja hier schon gerade ganz schön einen abgefeuert. Mega cool, aber was du gesagt hast, ich habe es Backstage gehört und ich stimme dir davon ganz zu. Und man merkt auch, dass er viel erlebt hat. So. Mhm. Finde ich krass. Ne? Also Respekt auf jeden Fall. Finde ich auch total cool, alles, was ich gehört habe. Trotzdem, was ich auch spannend finde, ist deine Facette in dieser ganzen Diskussion, weil du sagst, dir geht es selber inzwischen sehr gut. Du hast dich selbst verwirklicht, aber das war nicht klar, dass es klappen würde. Ne? Erzähl mal ein bisschen über deinen Werdegang. Also mein Werdegang ist ganz lustig. Ich bin relativ früh ins Heim gekommen, mit 6 ungefähr, halt Probleme in der Familie und so. Und genau, ich habe im Endeffekt, bis ich 18 war, glaube ich, habe ich im Heim gelebt, hatte auch eine relativ schwere Kindheit, sag ich mal, hatten viele, das ist keine Ausrede. Aber das erklärt schon. Also ich habe auf jeden Fall einiges erlebt, sag ich mal, in der Kindheit und hatte daher einen relativ harten Start. Und du wirst so eingefärcht. Zu mir, meine Lehrer haben mir immer gesagt, du machst deine Hausaufgaben nicht, du wirst nie was erreichen. So, und ich bin mir sicher, dass es viele Leute gibt, denen das gesagt wird und viele Leute gibt, die sich das auch zu Herzen nehmen. Und ich habe mir das früher auch zu Herzen genommen, bis ich irgendwann gedacht habe, ganz ehrlich, wie sage ich das jetzt, so im Fernsehen, aber du kannst mich mal gern haben, weißt du, im Endeffekt, du stehst hier, du hast deinen Job, so, du kommst, die Leute kommen morgens zur Arbeit mit so einem Gesicht, die hassen sich, gerade in Deutschland, finde ich, ist das sehr krass, die Leute haben immer schlechte Laune und ich habe gesagt, das will ich nicht sein, so, und um auf das Thema zurückzukommen. Genau, du hast dich verwirklicht, was hast du denn gemacht? Ich war erst sehr lange arbeitslos, halt auch wegen diesem Problem, ich wusste nicht, was ich machen will, wo der Weg ungefähr hingeht, ich habe auch viele Sachen probiert, ich war mir nie zu schade zum Arbeiten. Und ich wusste aber immer, mich hat immer dieses Kreative interessiert. Ich wollte immer was schaffen. Ich fand es immer schön, was zu machen aus dem Nichts. Und zwar weiß ich, dass das, was dich richtig angemacht hat, war Videografie und Autos. Das waren deine beiden Sachen. Nein, es war erst die Videografie bzw. Kreative. Ich habe erst angefangen mit Design, Grafikdesign und solche Sachen fotografieren. Aber bin dann zu den Videos gekommen. Genau, lass mal kurz da einsetzen, weil das setzt ja schon ein ziemlich hohes Know-how voraus. Wo hast du das denn dann herbekommen? Weil Ausbildung hattest du zu der Zeit ja nicht in diese Richtung gemacht. Ich habe auch immer noch keine Ausbildung. Tatsächlich habe auch nur einen Hauptschulabschluss, da stehe ich auch offen und ehrlich zu. Also es fehlen eigentlich alle die also ich die auf Punkte, dem Papier habe ich nichts. Ich habe auch super viele Lücken in meinem Lebenslauf und so und ich habe trotzdem für einige der größten Unternehmen der Welt jetzt schon gearbeitet. Ich verdiene mittlerweile gutes Geld mit der Arbeit. Und zwar, was machst du ganz konkret? Ich bin Videograf. Ich mache im Endeffekt die Werbevideos für die teuren Autos, die Enis zum Beispiel sich kauft und damit durch die Gegend fährt. Das mache ich tatsächlich, ja. So, und jetzt müssen wir aber einmal Punkt kommen, weil rein theoretisch könnte ich dich ja auch gut auf seine Seite stellen. Ich habe dich aber auf diese Seite gestellt, aus dem einfachen Grund, weil du ja sagst, du unterstützt eigentlich, also wenn wir das immer so salopp Harzer nennen, das klingt irgendwie so ein bisschen frech, das ist gar nicht bös gemeint, aber Leute, die Hartz IV beziehen, ja, wo ja ganz häufig mit so einer Plattschaufel gesagt wird, die sind eh alle zu faul zum Arbeiten. Schmarotzer. Ist nicht meine Aussage, sondern nein, ist einfach gut. Aber das ist die gemeine Meinung. Wird häufig so gesagt. Und du hast aber die Haltung, dass du sagst, nee, ich finanziere die gerne mit meinen Steuergeldern. Genau. Warum? Ich war, wie gesagt, selber lange Zeit in Hartz IV. Ich bin aus der Jugendhilfe raus, dann in Hartz IV direkt gerutscht, wusste nicht, was ich machen wollte, habe mir dann meine Fähigkeiten in der Zeit angeeignet. Also ich habe es aktiv genutzt, die Zeit, aber es ist nichts Schönes. Du hast, wenn du Hartz IV bekommst, du hast kein schönes Leben. Du musst jeden Euro, du musst jeden Euro umdrehen. Wir reden hier für unter 400 Euro und davon soll man sein Leben dann bestreiten. Das ist natürlich. Und deswegen finde ich es unverantwortlich, solchen Leuten Zuspruch zu geben. Das hat aber nichts, pass auf, das hat nichts mit Zuspruch zu tun. Ich sehe das im Endeffekt so, jeder soll für sich entscheiden, was ihn glücklich macht. Und wie gesagt, ich war aber dieser glücklich. Weg macht diese Menschen ja nicht glücklich. Nein, aber pass auf, ich war ja selber auch nie glücklich, arbeitslos zu sein. Ich habe mich auch geschämt dafür, aber ich wusste, okay, ich kann die Zeit sinnvoll nutzen, um mein Ziel zu erreichen, um da hinzukommen, wo ich hin möchte. Und ich bin halt der Meinung, wenn die Leute damit zufrieden sind, dass das sind ihr sie Leben aber nicht. Ist. Das weißt, aber das weißt du doch nicht. Doch, ich weiß anhand von Studien. Okay, ich habe keine Studien gelesen dazu, zu Schau dem mal, Thema. Du hast diese missliche Lage, in der du standest, wo du Hartz IV bekommen hast, als eine Art Ladestation für dich genutzt, okay? Mhm. Du hast dich gesammelt, du hast dich gefasst und du hast dich aufgeladen, in welche Richtung du jetzt starten möchtest. Weil ich das Ziel okay. hatte. Genau. Aber das ist eine marginale Gruppe von Menschen, die so ticken wie du. Aber die größte Mehrheit dieser Personengruppen sind aber so, dass sie in ein Loch fallen, in ein soziales Loch fallen, stigmatisiert werden, isoliert werden von der Gemeinschaft
Und das Schlimmste, was die sich antun, ist nicht mir, dass ich deren deren Hartz IV dann sozusagen mitfinanziere, sondern das Schlimmste, wem sie es antun, ist sich selbst. Aber das musst du verstehen. Das ist das nicht ein gesellschaftliches Zustand. Problem, was du gerade gesagt hast, dass die Leute so stigmatisiert werden im Endeffekt. Dir wird gesagt... Aber du wirst die Gesellschaft nicht ändern können. Nein, warte kurz. Ja... Das ist, also klar, es wird immer Leute geben, die so und so reden, aber das wäre wie jetzt zu sagen, ja, wir brauchen jetzt nichts mehr für die Umwelt zu tun, weil wir können da eh nichts ändern. Nicht, dass du es gesagt hast, ich will kein Wort in den Mund legen, verstehe mich nicht falsch, aber genau dieses Stigmatisieren, das ist ja das, wo ich dann persönlich auch entgegenwirken möchte, weil, wie gesagt, du kannst den Leuten ja nicht hinter den Kopf schauen. Du weißt nicht, warum sind die arbeitslos, warum sind die in der Arbeitslosigkeit? Man muss auch hier wieder abwägen, welche Positivität bringt es mit sich und welche Negativität bringt es mit sich. Und die Faktoren in Bezug auf das Negative, die es mit sich bringt, wenn sich jemand für den Weg entscheidet zu sagen, ich liege jetzt zu Hause und ich beziehe mein Hartz IV, sind weitaus folgenreicher, also die negativen Aspekte, als die positiven. Mhm. Denn wir reden hier von der Isolierung aus der Gesellschaft, aus einer Arbeit, aus einer größtenteils arbeitenden Gesellschaft. Mhm. Deine Kinder in der Schule haben es schwerer, weil es hier und da auffällt, dass die Eltern zu Hause beispielsweise Hartz IV-Empfänger sind. Es folgt auch Mobbing. Das ist etwas ganz, das ist die Realität. Aber warum glaubst du das dann trotzdem? Also wir müssen so ein bisschen aufteilen zwischen Leuten, die Hartz IV beziehen und versuchen, in den Job zurückzukommen und aus welchen Gründen auch immer Schwierigkeiten entwickeln, werden wir natürlich gleich hier auch noch als Gäste bei uns haben. Und denen, die einfach sagen, Layback, kein Bock.